In Deutschland haben wir uns nach dem Amoklauf von Winnenden darauf verständigt, diesen Stichtag um 2 Jahre vorzuverlegen. Damals ist vom Bund festgelegt worden, dass wir eben schon zum 1. Januar 2013 dies fertig eingerichtet haben wollen. Das Nationale Waffenregister nützt uns in vielerlei Hinsicht. Die Sicherheitsbehörden können vor allem bei Ad-hoc-Einsatzlagen sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit nunmehr prüfen, ob jemand eine Schusswaffe rechtmäßig besitzt oder sich in einem Gebäude Schusswaffen befindet. Dieses Wissen kann beispielsweise bei kurzfristigen Durchsuchungen oder Festnahmen lebensrettend sein. Wenn mit Schusswaffen zu rechnen ist, können sich die Einsatzkräfte darauf auch zu ihrem Eigenschutz besser einstellen. Aber auch außerhalb von Ad-hoc-Einsatzlagen erleichtert das Nationale Waffenregister die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Stellen Sie beispielsweise fest, dass sich jemand einer extremistischen Szene angeschlossen hat, können Sie künftig unmittelbar im Nationalen Waffenregister abklären, ob die Person rechtmäßig im Besitz einer Schusswaffe ist. Sie können dann zeitnah zu Ihren Erkenntnissen über den extremistischen Bezug die Waffenbehörde verständigen, die dann die waffenrechtlichen Folgen bis hin zum Widerruf der Waffenerlaubnis prüft. Wir hatten gerade im Zusammenhang mit Rechtsextremisten ja in den letzten 2 Jahren wiederholt die Fragen, die dann ja auch beinhalten, dass die Einbehörden gar nichts davon wussten, dass zum Beispiel waffenrechtliche Erlaubnisse auch mit im Spiel waren. Mit dem Eintrag ins Nationale Waffenregister kann der Weg einer Schusswaffe ab der Herstellung bzw. dem Import nach Deutschland in Zukunft lückenlos nachverfolgt werden. Damit wird das Abgleiten von Waffen in die Illegalität deutlich erschwert. Langfristig leistet das Nationale Waffenregister damit auch einen Beitrag dazu, den Bestand an illegalen Schusswaffen zu reduzieren. Ein weiterer Nutzen zeigt sich in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, bei denen Schusswaffen eine Rolle spielen. Bisher hatten wir rund 550 örtliche Waffenregister, die einzeln eingesehen werden mussten. Jetzt sind mit dem Nationalen Waffenregister überörtliche und komplexere Recherchen möglich. Das erleichtert die Arbeit der Ermittlungsbehörden enorm. Wenn Sie bisher die Frage stellten, ob eine Waffe eines ganz bestimmten Typs in Deutschland vorhanden ist oder wer alle in den letzten 10 Jahren, was weiß ich, die und die bestimmte Waffe erworben hat, wer im Besitz dieser Waffe ist, dann mussten Sie alle 550 Kreisverwaltungsbehörden in Deutschland einzeln abfragen, ob bei denen eine solche Waffe registriert ist. Das ist natürlich mit einem gigantischen Aufwand jeweils verbunden gewesen. Jetzt werden Sie einmal in den Computer schauen und haben das auch angegeben. Das Nationale Waffenregister erleichtert außerdem auch natürlich statistische Auswertungen. Bei der letzten Evaluierung in Bayern mussten wir die Zahlen zu den rechtmäßig besessenen Schusswaffen und ihren Inhabern in Bayern noch bei allen 96 bayerischen Waffenbehörden einzeln abfragen. Jetzt ermöglicht uns das Nationale Waffenregister eine weitaus weniger aufwendige elektronische Recherche. Die aktuellen Zahlen, die sich daraus ergeben, kann ich Ihnen heute nennen. Zum Abfragestichtag 31. Dezember. Wir saßen in Bayern 288.057 Personen Waffenerlaubnisse für insgesamt 1,15 Millionen Schusswaffen. 88,4% der Waffenbesitzer sind Männer, nur 11,6% sind Frauen. Keine Gleichberechtigung. Ende 2010 hatten wir 295.000 Personen erfasst, die rund 1,2 Millionen Schusswaffen rechtmäßig besessen hatten. Im Vergleich zu 2012 zu 2010 sind also beide Zahlen zurückgegangen. Der Rückgang um rund 7.000 Personen und 50.000 Schusswaffen war in den letzten beiden Jahren nicht mehr so stark wie im Zeitraum April 2009 bis Ende 2010, in die auch die letzte Amnestieregelung fiel nach der Winnenden. Im April 2009 waren in Bayern noch rund 367.000 Personen mit 1,42 Millionen rechtmäßig besessenen Schusswaffen registriert. Insgesamt haben sich somit die Zahl der Waffenerlaubnisinhaber in Bayern
und die Zahl der rechtmäßig besessenen Schusswaffen seit April 2009 jeweils um rund 20% gestiegen, wie Sie hier an dieser Grafik sehen können. Ein Grund für diesen erheblichen Rückgang dürfte sein, dass die bayerischen Waffenbehörden auch 2011 und 2012 konsequent von den Waffenbesitzern Nachweise zur sicheren Aufbewahrung eingefordert und auch stichprobenartig vor Ort kontrolliert haben. Wir hatten die bayerischen Waffenbehörden 2009 aufgefordert, auch alle Altfälle darauf zu überprüfen, ob solche Nachweise vorgelegt wurden. Wo das nicht der Fall war, waren sie einzufordern. Ergänzend dazu sollen die bayerischen Waffenbehörden die Aufbewahrung vor Ort ja in Stichproben immer wieder kontrollieren. Die meisten Waffenbesitzer, insbesondere auch die Besitzer von Erdwaffen und Waffen aus Altbestand, wurden bereits bis Ende 2010 auf ausreichende Aufbewahrungsnachweise überprüft. In den Jahren 2011 und 2012 haben die Waffenbehörden dann nur noch die restlichen offenen Fälle abgearbeitet. Deshalb ist der Rückgang der Zahl der Waffenbesitzer und ihrer Waffen in den letzten beiden Jahren nicht mehr so stark wie zuvor. Die Zahl der Waffenerlaubnisinhaber wird sich aber aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren weiter verringern. Erwartungsgemäß werden insbesondere viele Altbesitzwaffen in den nächsten Jahren vererbt. Ist der Erbe in diesen Fällen kein Jäger oder Sportschütze, der die Waffe dementsprechend verwenden kann, dann muss sie zudem noch von einem Büchsenmacher blockiert werden. Das verursacht zusätzliche Kosten von teils mehreren hundert Euro. Nach den Erfahrungen der Waffenbehörden haben sich deshalb immer mehr Erben entschieden, die Waffen lieber freiwillig abzugeben. Dieser Trend dürfte andauern und dazu führen, dass sich die Zahl der Waffenerlaubnisse kontinuierlich weiter verringert. Die bundesweite Auswertung des Nationalen Waffenregisters ergab, dass rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland ca. 5,5 Millionen Schusswaffen rechtmäßig besitzen.